Dann wollen wir mal mit dem eigentlichen Spiel anfangen. So, I asked around and some whale in Europe is trying to fence a huge rock on the black market. He calls it the right eye, saying it's part of some set called the Eyes of the World. Fits the bill of what you're after, don't it? Now, here's the funny bit. The stone passes around the halls of power for hundreds of years, vanishes, and then the black market goes white hot for the thing. But the seller wanted an arm and a leg for it, to the point no one could stomach the price. So back goes the stone, but not before everyone figures out where the guy is. You're gonna enjoy doing this one, I bet. I love sticking it to the rich. Of course, when you do, don't forget your old buddy Enzo stuck his neck out on this one. Slide me a few fuzzles out of the rich guy's pocket for my troubles, right? Anyways, you better get going before the trail gets cold. Off to the middle of nowhere. Paradise of Europe. Vigrid. Was für ein Title Drop, Alter. Macht sie einfach aus dem Zug ihren Runway, Mann. Das war mysteriös. By the way, Shasharabi, danke für 6 Monate Treue. So, this is supposed to be paradise? Dann wollen wir mal. So. Fun Fact. Ich zeige euch jetzt einen Trick, den ich jedes Mal zeige, aber der relevant ist, weil der ist cool. So. Wenn man jede Bank kaputt macht, dann fährt der Zug weg und man kriegt ein Item. Das ist halt so obskur und dumm, dass ich das jedes Mal wieder zeigen muss, in der Hoffnung, dass es irgendein Mensch lernt, der es vorher noch nicht wusste und sich so denkt, boah, cool. Endlich finde ich das eine Item, welches ich das ganze Spiel über schon suche. Und das ist, glaube ich, auch so das einzige Secret, was ich in dem Spiel kenne, trotz der Tatsache, dass ich das ungefähr schon 9 Millionen Mal durchgespielt habe. Daher... So. Noch ist er hier. Es sind echt viele Bänke, Dude. Okay, so. Bänke sind kaputt. Mr. Zug sagt Tschüss. Mr. Zug ist müde. Und jetzt kriegen wir da hinten einen Teil einer Mondperle. Ich glaube, so hießen die. Ich bin mir nicht mehr sicher. Genau. Zerbrochene Mondperle. Und wenn wir 4 davon kriegen, dann erhöht sich unsere Lebensleiste wieder schon stand. So ein bisschen wie Zelda. Dieses Spiel ist praktisch Breath of the Wild. So, der Witz ist, wir sind in so einer anderen Dimension essentiell, weswegen
die Bewohner so ein bisschen transparent durchsichtig aussehen. Purgatorio, genau, so hieß das. Ich vergesse immer, wie die Dinger heißen. Purgatorio, Paradiso und Inferno, irgendwie so, glaube ich. Das Ding ist, ich existiere quasi nicht in dieser Dimension, aber irgendwie doch. Und deswegen konnte ich so gerade die Sicherheitsschienen hier auslösen. Und wenn ich schieße, bekommen die das tatsächlich auch mit und sind plötzlich so, ah, ah, was war das nur? Was in aller Welt hätte das gewesen sein können, Tatentäten getan haben? So. Dann. Na komm. Ja, das hätten wir noch schöner machen können. Wird's Zeit, dass wir zu Kingdom Hearts werden? Ah, come on. Das kannst du normalerweise mit einem Combo hinkriegen, dass du alle drei auf einmal killst. Aber das schaffe ich halt auch nur so jedes fünfte Mal. So, genug Kingdom Hearts. Das nehmen wir noch mit. Na komm. So, das auch noch. Hier werden nur gute Spiele gespielt. Die zwei zusammengehörigen Kristallstatuen, da, 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 liegt in Trümmern. Sie wurde auf übernatürliche Weise zerstört. Oh nein. Das können wir ja. Das kann ja nicht sein. Imagine einfach. Voll gut. Erstmal ein Pure Platinum rausholen hier. Hey Shaw, was geht ab? Weiser des Lichts und Hexer des Schattens. Wie ihre beiden Kräfte sich messen, so wird das folgende Gewitter dein Test. Willst du laufen lernen über Wasser? So musst du erst einen Feuereifer beweisen und den Blitzen um Haaresbreite ausweichen. Ach, Feuereifer, nicht Feuereifer. Ich kann auch nicht lesen, Alter. Seit 100 Jahren auf der Welt und ich hab's immer noch nicht gelernt. Oh, warte, falsche Taste. Nochmal. Das allererste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich das falsch gemacht habe. Und schon sind wir literally Jesus, Alter. Übelst cool. Ach ja, ich habe vorhin gesehen, dass irgendwer gefragt hat, ob man mir ein Bayonetta 3 kaufen darf. Und muss nicht sein, aber wenn es die Collectors Edition wird, dann würde ich dazu fuck sagen. Dann würde ich dazu fast nicht nein sagen, weil ich habe sie tatsächlich nicht vorbestellen können. Und sie ist einfach nicht mehr zu kriegen anscheinend. Daher, das ist mein eines Ding, wo ich sagen würde, okay, nehme ich. By the way, wenn man Stuff manchmal zurückläuft, dann erscheinen da plötzlich Sachen und Dinge sind dort und, kann man manchmal machen, sollte man tun. Das Spiel ist ein bisschen obskur manchmal. Das sind, ich habe vergessen, wie sie heißen. Haben die einen Namen? Wird das irgendwo, okay, das wird nirgendwo angezeigt. Ich vergesse, wie sie heißen. Wie heißen die denn nochmal? Weiß ich nicht. Es sind auf jeden Fall so Bonus-Battle-Gates, wo du kleine Challenges machen musst. Besiege alle Engel, ehe die Zeit abläuft. Feinde können während der Hexenzeit besiegt werden. Nur während der Hexenzeit, wohlgemerkt. Okay, und... Komm her. So.
Oh Gott, ist das nervig. So, cool ist natürlich dann, wenn man das so timet, dass mehrere sterben auf einmal. Folterattacken sind natürlich eine richtig dumme Idee, das sollte man tatsächlich nicht machen. Verdammt, komm schon. Ah Gott. Ein Glück habe ich so ein Ding ausgerüstet, welches automatisch Witch Time aktiviert. Wenn ich jetzt noch gut wäre, dann wäre das auch gar kein Problem. So, komm her. So, wo ist der andere? Shit, komm schon! Na bitte. Ah, oh, ich bin mega aus der Übung. Ich habe dieses Spiel einfach seit, keine Ahnung, dem Switch-Release nicht mehr gespielt. Es ist wirklich eine Weile her. Genau, Alpha im Portale war es in Teil 1 und Muspelheim in Teil 2. Okay, man muss anscheinend nur zwei Teile finden und dann bekommt man mehr Magie. Irgendwie sowas war das auf jeden Fall. Ist das der erste Teil? Warum? Ja, ist der erste Teil, weil ich ganz, ganz, ganz doll gefragt wurde, ob ich nicht nochmal Bayonetta 1 und 2 durchspielen könnte. Bevor der dritte Teil rauskommt und I aim to please und da konnte ich natürlich nicht nein sagen, entsprechend hatte ich sowieso Bock auf die Spiele und dann dachte ich mir, komm, das können wir machen. So lang sind die ja auch nicht, ich meine, den ersten Teil kannst du halt in 8 Stunden durchspielen und dann ist alles cool. Du. Generell, Stuff kaputt machen, immer recht gute Idee. Entweder bekommt man Halos oder man bekommt irgendwie anderen Kram. Lohnt sich immer. By the way, diesen Panther, Jaguar, Dude, den kriegt man ja später im Spiel. Aber wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gespielt, habe ein paar Sachen freigeschaltet. Ich habe auch neue Waffen, so by the way. Ich muss nicht nur mit meinen Pistolen hier rumdüsen. I knew it. This town's teeming with heaven's little helpers. It's making my buddies downstairs awfully nervous. And your point is? Some places in this world are closer to Paradiso or Inferno. The rat hole of a town you and I live in is close to both. But the Vigridians, it got a special air about them. They're closer to Paradiso than anyone should ever be. And that shit just plain creeps me out. I guess I'm gonna have to set up shop here and score me some halos. These stupid rings are worth a fortune back home. Since it seems you're spoiling for a fight, if you come across any of these, bring them to me, and I'll hook you up. Oh, another one looking to line his pockets. I'm beginning to see why Enzo is so fond of you. Real cute. But let's get one thing straight. Your fights are yours alone. I'm only here to watch my handiwork in action. So don't get any bright ideas about coming to me for help. No,
You get one thing straight. I'm not the slightest bit interested in the fact that you made these guns. If you get in my way, I will... How do the Americans put it? Oh, yes. Bust a cap in your ass. Right on, baby. Right on. Mega gut. Das ist nicht der erste Durchlauf, sich da. Doch. Das Ding ist, es hat halt eine Kapitelauswahl. Und, ich habe das jetzt bis Kapitel 7, glaube ich, gespielt. Damit ich da nach Halos grinden kann. Um so ein paar Sachen freizuschalten. Um anschließend, genug Attacken und Waffen und bla und alles zu haben, dass ich hier nicht komplett abkacke die ganze Zeit. Und ab Kapitel 7 ist es wieder essentiell der erste Durchlauf, aber ich habe das Spiel halt auch schon 9 Milliarden Mal durchgespielt. Von daher, es ist so oder so nicht mehr das erste Mal, dass ich das hier durchspiele. Nichtsdestotrotz ist das Spiel durchaus so designt, dass man es mehr als einmal durchspielt, wohlgemerkt. So. Das nehmen wir auch noch mit. Wie man sieht, ich bin echt einfach nur durchgelaufen. Ich habe halt kaum was eingesammelt. Ich glaube, das Einzige, was ich eingesammelt habe, sind die, die Waffen. Und die liegen halt auch vor einem, wenn man das, wenn man so Endbosse besiegt. Either way, I'll hook you up. So, by the way, Waffen. Ich weiß gar nicht, ob man die hier kaufen sollte. Das sind irgendwie nur so Variationen, aber ich bin mir gar nicht sicher, was die Variationen eigentlich tun. TBH. Die sind ganz cool. Kauft Selenes Licht. Das ist das Ding, was Hexenzeit automatisch auslöst, wenn man getroffen wird. Das ist ganz cool. Stern von Denethor ist auch ganz praktisch, weil du Lebenskraft bekommst, wenn du Feinde verspottest. Leidensblick ist okay, wenn man so ein bisschen Challenge möchte, weil die machen Gegner automatisch aggro und dann kriegst du halt mehr Punkte, was fürs Halo-Grinden halt ganz praktisch ist. Und Mohn von Mahakala ist tatsächlich auch echt richtig cool, weil, wie das schon steht, drücke L in die Richtung des Feindes, der dich angreift. Und wenn du das richtig machst, machst du so eine Schutzwand um dich herum, dann kann er dich nicht angreifen und du konterst automatisch seinen Angriff. Und gutes Ding, kann ich nur empfehlen, ist besonders für Ultimate Climax übelst wichtig. Und ansonsten die restlichen hier, die sind nicht so krass. Halt, was macht der? Kann sich in mehrere Wesen aufteilen. Ist okay, aber leert halt die Magieanzeige. Schon mal mega doof. Das ist, glaube ich, ganz cute, weil damit erschaffst du so kleine Dämonen, die um dich rumfliegen und die kämpfen mit dir mit. Hiermit wirst du essentiell unverwundbar kurzzeitig oder du kriegst halt einen Schaden-Dings nicht. Das weicht automatisch aus. Das ist eigentlich ganz cool. Oder? Genau. Nein, du weichst nicht automatisch aus. Wenn du ausweichst, folgt dann automatischer Gegenangriff, wie da auch schon steht. Ganz cool, habe ich nicht genug Halos für, daher bla. Aber wofür ich genug Halos habe, ist der Kram hier. Wir brauchen sowas von mehr Energie. So, und schon bin ich pleite. Aber das ist kein Problem. Wir werden später noch richtig hart grinden. Also, Junge! Wir werden so dick grinden gehen. Oh mein Gott! Wie war mein Tag so sich gerade? Mein Tag war ganz okay. Ich habe ein Video fertig. Wie gesagt, Valkyrie Elysium, richtig gutes Spiel. Also, es ist jetzt... Also, schwieriges Thema. Ich meine, ich liebe halt Spiele wie dieses hier. Und Valkyrie Elysium ist halt... Das hier in Light essentiell. Entsprechend mag ich es halt mega gerne. Und nicht genug Leute wissen, dass das existiert. Entsprechend muss ich das mal so ein bisschen videomäßig anderen Leuten
ein bisschen auf den Schirm bringen, damit sie halt wissen, hey, mehr Actionspiele sind richtig gute Geschichte. Daher, get it while it's hot. Und ich hoffe, ich kann das hier kriegen. Ah, sick. Ich hab tatsächlich gar nichts eingesammelt hier. Übelst insane. So, by the way. Ab und an sind hier auch so eine Raben. Und... ja, jetzt habe ich natürlich verkackt, warte. Die sind auch recht praktisch zu kriegen, weil irgendwas kriegst du, wenn du die einsammelst. Ich habe vergessen, was. Ah, komm schon. Das ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Ich stell mich halt nur gerade übelst krass an, Mann. Warte, so, er ist wieder da. Eieiei, ich drücke doch auf Viereck. Was willst du noch von mir, Spiel? Warte, jetzt aber. Komm zurück und... come on, dude. Tu mir das nicht an. Hey Gott, ach. Kann ich da einfach hinschleichen und dann ist er auch da? Würde das funktionieren? Probieren wir das mal. Kompetitive Spieler brauchen keine Health-Upgrades. Ich meine, du brauchst keine Health-Upgrades, wenn du sowieso nie getroffen wirst. Tippt an seine Stirn. Und... ah, sick. Guck. Nice. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Vielleicht ist das halt auch voll hart unnötig, dass ich das eingesammel. Aber einfach mal pausen. Das muss auch mal drin sein. By the way, das hier war damals das Demo-Level zum Spiel. Let's go! Oh, fuck you, Alter. Dafür hätte ich Iframes kriegen sollen. Oh, genau. Ich habe auch, ich merke gerade, ich habe für die eine Challenge eben die falsche Waffe verwendet. Ich hätte einfach die ganze Zeit das Schwert nehmen müssen. Ich hätte eigentlich nur das Schwert spammen müssen die ganze Zeit und dann wäre alles cool gewesen. Na bitte. Ah, sehr schön. Yo, hau raus, Junge. I've had enough.
Hey Günni, danke für den Sub. Wie geht es mir? Wie finde ich das Spiel? Das Spiel ist eines meiner Top 5 Top Favorite Games ever made. Ich liebe es ganz, ganz doll. Oh, come on. Ach, ich wollte das war aber natürlich voll geplant. Ich wollte einfach nur mal zeigen, wie das aussieht, wenn sie gegriffen wird. Gott, diese Quicktime-Events werden mir irgendwann noch meinen Arm zerstören. Gute Nacht, Sailor Nintendo. Schlaf gut. Es wird definitiv ein Bayonetta 3 Durchspielstream geben. Ich weiß nicht, ob ich es an einem Stück durchspielen werde, aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Halt in dem Moment, wo es verfügbar ist. So, ich glaube, ich habe hier nichts übersehen, ne? Halt, wie sie einfach ihrem Tag nachgehen, obwohl hier gerade einfach übelster Terror war. Warte mal, ich gehe mal kurz gucken, was diese Krähen machen. Raben, weiß ich nicht. How can I catch the ravens? Okay, das bringt nicht so viel. Oh Gott, ich hasse diese scheiß Cookie-Sachen. So, warte mal kurz. Es ist, glaube ich, nur eine Trophy, oder? Du kriegst nichts dafür, dass du das machst. So, Bayonetta, warte mal. Umbra, Tears of Blood, Reward. Es gibt 101 Raben in diesem Spiel, Alter. Ah ne, du kriegst dann das Climax Brace. Was macht das? Causes Bayonetta to enter Serious Mode. Ah, okay. Wenn du das anhast, dann machst du einfach die ganze Zeit diese crazy Wicked Weave Attacken. Also halt diese Haarfaust-Punch-Dinger. Das ist ein ziemlich krasser Reward tatsächlich. Work. So, ich glaube, hier oben war auch noch irgendwo was, ne? Genau, hier war so ein Herz. Genießt, dass ich noch so einigermaßen eine Ahnung habe, wo hier was ist, weil das wird mit Laufe des Spiels immer weniger. Ich war echt froh, als Bayonetta auf Steam kam. Irgendwie hat mich das Spiel nicht animiert. Ach. Das macht mich sad. Aber nicht jedes Spiel ist für jeden gemacht, also von daher. Oh, warte, hier ist auch noch ein Dude. Komm zurück. Ach.
Und schon haben wir das Bracelet verkackt. Außer das Ding hängt da immer noch. Das wäre auf jeden Fall cool. What are you doing? Let's go. Nein, jetzt ist es weg. Oder? Nein, es ist weg. Ass. Aber es ist kein 100% Run, also von daher, was soll's. Kein Dings mehr, okay. Oh, come on. War das jetzt eine Erinnerung oder passierte das gerade wirklich? So, warte mal kurz. Den holen wir uns jetzt. Hahaha, nice. So. Fehlen nur noch 99 und dann haben wir es. Und dann müssen wir die nur alle nochmal in Bayonetta 2 sammeln, oh Gott. Die Straße durfte nur die Außersehenden während ihrer Pilgerfahrt zum Tempel nehmen. Bevor sie endgültig abgesperrt wurde, war sie wohl für Touristen zugänglich. Krass. Habe ich? Vielleicht habe ich? Habe ich irgendwo Einsicht, wie viel Geld ich habe? Anscheinend nicht. Ah da, 17.000. Okay, es reicht nicht. Geht doch. Und? Okay, das war kein schwerer Quicktime-Event. Das heißt, alles cool. Hey, Isseli, was geht ab? Was machst du so spät noch hier? Oh nein, ein Monster. Wie ich das überhaupt nicht wusste. Okay, los geht's. Das ist eigentlich, ist es ja kein Monster, es ist ja eigentlich ein Engel. Ah, shit. Und mega gut. Fass mich nicht an. Ah, sehr gut. Das kann man noch auf 600 bringen, aber 550 schon okay. Wenn ich einen Big Mac vor mir habe. Ich verpasse doch keine Mami Bayonetta. Mega gut. Sehr löblich, muss ich ja sagen. Sehr löblich.
Nein, ich bin... Ah, verdammt, ich habe vergessen, dass wir nochmal zurücklaufen mussten. Da wollte ich noch diesen Punkt bringen von wegen... Oh, wo ich eben gerade gesagt habe, man muss ab und an mal zurücklaufen, um so Dinge freizuschalten, hätte ich tatsächlich nochmal allein so ein Ding zurücklaufen müssen. Na, was soll's. 100% Run ruined einfach. Aber ey, 100% in dem Spiel machen ist eh wack, Alter. Ah, shit. Ah, come on.